Nee, bis 21 Uhr. Muss ich nämlich noch ändern. Tatsächlich. Weil ich ja später angefangen habe. Deswegen muss ich das unbedingt noch ändern. Aua. Dieses kleine Vieh. So. Perfekt. Weil den Titel hatte ich nämlich gestern schon vorbereitet. Deswegen, ja. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich später anfange. Alles gut. Ich war so blöd, dann stand in der AOE drin. Ich bin ein Maulwurf mit Spitzhacke bei Koki Wachen Dali. Ach, Iron. Eine Urne. Nur eine Zinnheitskette. Liga ab. Lass mein Rap. Yay, es fehlen nur noch zwei. Es fehlen noch das Seenfeuerplateau und das Wrack der Raptor. Bis später, mein Engel. Bis Wirsing. Liege. Hau ab. Baby Ryan, was gibt's bei dir? Das ist das Schönes zu essen. Robertus. Ja, ja, Robertus. Da hinten ist er. Geile! Ja.
Lass es dir auf jeden Fall schmecken, Ryan. Mama Wolf. Das ist nur wert, das schmecken immer. Mir sagen die Gnome. Ich weiß nicht, ich befürchte es aber fast. Mir bitte. Bei Chaos, Leere und Dunkelheit mögen die Tore des Reichs des Vergessens weit aufgestoßen werden. Tschüss. Also ich befürchte, es ist da oben. Rauf, 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 immer schön die Treppen rauf. Huch. Ah, da. Dann habe ich aber, wir sind fast alles durch. In dem Gebiet hier.
So, ich setz mich mal, ne? War ja ein langer Tag und so, ne? Dieser Stuhl. Was mit dem? Was ist denn mit dem Stuhl? Da steht ein Hund in mir. Der Schwanz ist an einer Stelle, die etwas, naja. Das ist wie bei Harry Potter. Ich glaube, im 7. war es. Mit Hermine mit ihrer unendlichen Tasche. Da passt immer unendlich viel rein. Da passt auch ein ganzer Sessel oder Stuhl rein. Wo sonst, glaubst du, habe ich meine unendlichen Reittiere und Begleiter? Theoretisch habe ich ja sogar noch mehr. Die Arme, ey. Nein, mein Inventar ist voll. Egal. Mein Inventar ist voll. Mehr als voll. Auch eine Stadt. Yep, einer fehlt noch. Und zwar das Wrack der Raptor. Das wäre dann der letzte. Ganz verkaufen, hinter uns draußen. Ah, super. Ah, praktisch. Mit was? Und Flamour, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei den Sandpfoten. Oh ja. Was habe ich denn da alles für Schrott? Verkaufe ich, das verkaufe ich auch. Das ist natürlich nicht. Das auch nicht. Das hier.
Das andere natürlich auch nicht. So. Wunderbar. Dankeschön. Da haben wir jetzt wieder Platz. Ich muss halt morgen unbedingt. Nein, habe ich nicht. Eigentlich. Ne? Eigentlich nicht. Ich habe zumindest nicht zerstört. Ich habe nur Sachen, die ich nicht brauche, verkauft. Und alles Grün und Blau habe ich auch noch behalten. Weil, ne? Will ich verwerten. Das meiste will ich verwerten. Und die Glyphen habe ich natürlich verkauft. Hi. Zum Gruße. Hi. Hi. Was habe ich denn da? Okay. Entnehmen. Nie. Ich würde gerne einlagern. Würde ich gerne einmal einlagern? Nee, das will ich behalten. Mal kurz gucken. Kann da auch erstmal noch bleiben. So. Das kann ich erstmal reinlagern. Das noch nicht. Kann erstmal rein. Das kann erstmal rein. Das kann erstmal rein. Das noch nicht. Das kann erstmal rein. Das kann erstmal rein. Das kann rein. Das soll ich verwerten. Das kann erstmal rein. Das kann erstmal rein. Wie viel wollen Sie haben? Ah? Das kann auch erstmal rein. Das will ich gleich verwerten. Das kann auch erstmal rein. Noch nicht, das noch nicht. Das kann auch bei das erstmal rein. Den Rest schleppe ich erstmal nochmal mit mir rum. Danke schön. Ich bin eigentlich solche Leute, die mir auch sowas rufen können. Lass mich raten, man muss es im Shop erwerben? Oder sind das diese Gefährten-Dinger? Also ich weiß, dass man ja normale Gefährten haben kann, aber... Ja, die ist Wozi. Die ist Wozi. Wein ist Wozi. Oh. Ich. Uki, mach das. Folge. Bin dicht auf den Fersen.
Achtung. Die muss ich kaufen. Yep, habe ich befürchtet. Ja, gut. Dann muss ich mich da noch ein bisschen gedulden. Er hat beim Essen gestorben. Nein! Wieso? Wieso das denn? Ich glaube, ich war zu gierig. Oh no. Yay! Herr Ballanführer. Danke, Daki. Mensch, habe ich aber halt alles. Kann ich jetzt Story weitermachen? Hab dann ja noch eine Stunde. Perfekt. Die Frage, wo mache ich weiter? Na, wahrscheinlich da, ne? Beim Kolik. Yep, hat gezählt. Hat gezählt. Hab 6 von 6. Jetzt habe ich die Anführer voll. Weltereignis habe ich voll. Offenes Verlies. Und die Mundussteine habe ich auch voll. Den kann ich mir einmal zum Kolik teleportieren. Danke, Daki, dass du mitgekommen bist. Danke. Es hat mir ein bisschen die Arbeit erleichtert. Auch wenn ich einmal verpeilt war. Hier ist eine gute Verzögerung von über 10 Sekunden drin. Ja, ich weiß. Ich weiß. Manchmal ist sie geringer. Aber manchmal ist sie halt auch so ein bisschen... Ja. Kein Eisenherz. Deswegen warte ich meistens noch länger, bis ich dann antworte oder bis ich eine Antwort kriege. Weil ich weiß, dass das länger dauert. Und hallo, Luna! Luna, wie geht's? Alles gut bei dir? Dann hat sich der Arme ja gelohnt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Habe ich eine Sorge weniger. Weil dieser Anführer, es stört mich immer, dass ich die meisten nicht habe. Ausgeschlafen und euch. Ich lebe, Luna. Ich lebe. Aber das weißt du ja. Wir fragen, wenn ich da bin. Ja, das mache ich sowieso. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, warst du tatsächlich nicht online. Aber da habe ich auch nicht so viel gemacht. Da habe ich nur ein bisschen... Ich glaube, ich bin einfach nur durch die Weltgeschichte gelatscht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal groß gespielt. Da war ich da mit meinem privaten Schau unterwegs. Nichts ist diesen Unsinn wert. Weg mit ich dem atme Teil auch. Und ja. Nicht so schnell, wovon redet ihr da? Betrachtet euch am Kolleg der altmärischen Schicklichkeit als herzlichst willkommen. Der Talmor hat diesen Ort gegründet, um uns niederen Mitgliedern des Dominions alles Nötige beizubringen, um ihm beitreten zu können. Ich arbeite für Königin Ayran. Wenn es hier ein Problem gibt... Oh, wie hübsch. Ach, ihr glaubt mir nicht? Geht und sprecht mit Tanyon, dem Schulleiter. Fragt diesen geschniegelten Hurensohn, wie dieser Ort wirklich ist. Vielleicht kann jemand, der das Ich viel Spaß. Ich schaue erst noch weiter zu. Danke, Daki. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Hilfe. Beim Back in Black am PC mit Apfelvanillemus. Hat sich da jemand was von Ryan abgeguckt? Nur, dass du nicht Black and White bist, sondern nur Black. Jetzt klaut er wieder. Ja, sag ich ja. Sag ich ja, er klaut wieder.
Aber lass es dir schmecken, Hybrid. Ich gehe der Sache nach. Jeder, der uns anhören möchte, wird in meinem Buch vom Grün gesegnet. Jeder hat in meinem PC, wo was ging jetzt miau? Blue Screen? Nein! Nein! Auch mit ja, aber sitzt du komplett schwarz hier. Oh. Kann ich euch ein paar Fragen über das Kolex stellen? Schießt los. Ich sitze auch gerade komplett schwarz hier. Warum bildet dieser Ort nur Waldelfen und Khajiit aus? Die Hochelfen bestehen darauf. Sie sind der Meinung, dass unsere neuen Verbündeten ohne eine passende Ausbildung unfähig sind, die Ziele des Talmor zu verkörpern. Bei mir wäre es, glaube ich, blau-pink, tatsächlich. Ich sitze in komplett Banda hier. Also rein theoretisch wäre es bei mir in blau. Nur die Kombination wäre immer anders. Blau-weiß, blau-schwarz. Wenn ich nach der Kleidung gehe, ist es schwarz. Was war das eben wegen irgendwelchen Zielen, die ihr nicht verkörpern könnt? Die Ausbilder geben immer nur irgendwelchen Unsinn über zivilisiertes Verhalten von sich, wenn wir solche Dinge fragen. Und in der Zwischenzeit versuchen sie uns unsere Sitten und Gebräuche auszutreiben. Es wirkt fast so, als wäre es eine Beleidigung für das Dominion, wenn man zu klein ist oder einen Schwanz hat. Hör auch auf mit dem Schwanz-Shaming! Könnt ihr mir mehr darüber erzählen, was hier vor sich geht? Also, nee, das hatten wir, aber es war noch gleich der Talmor. Der Talmor ist das Führungsgremium im Dominion. Er besteht aus Stiftsvögten der Hochelfen, Baumtarnen der Waldelfen und einer Handvoll Häuptlingen der Khajiit. Ratet mal, wen man bei diesem Eintopf am ehesten durchschmeckt. Weiß ich nicht. Wenn es Waldelfen und Khajiit in Talmor gibt, warum... Sehe ich aus wie eine Baumtarne? Mein Schweif ist nicht klein. Italienien Schweif. Ich habe Schweif gesagt. Schweif. Ich kann dir was sagen, Luna. Aber das weißt du wahrscheinlich. Das weißt du wahrscheinlich. Ich bin mal kurz still. Ja, sei mal kurz still. Luna, danke, dass du Punkte für die Herausforderung hinzugibst. Vielen lieben Dank. Eure Art ekelt mich an. Was ist das? Stimmt, Herr Frosch, das wurde ja noch gar nicht gemacht. Zeit zu verschwenden, nicht um euch auszuschwenden. Also Punkte hinzugefügt. Ihr macht mir keine Angst mit euren leeren Drohungen. Nur damit ihr es wisst, Savan droht nie leer. Schönen Tag noch. Schweif oder Schweiß macht doch keinen Unterschied. Miau, 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 miau. Kiri, kiri. Wenn dein Schweiß fängt. Ja, kommt drauf an, wie lang das Schweißtropfen ist, ne? Wenn das nur so ein kleiner Schweißtropfen ist, ne? Es gibt aber so viel lange Schweißtropfen. Ja, Ryan? Was denn? Wie schwitzt? Ich habe nicht von mir geredet, ich habe gesagt, wenn. Ne, es ging um das Wenn. Ne? Was ist mit dir? Warum fragt ihr das immer? Ihr wisst, was mit mir ist. Ihr wisst, dass ich sie nicht mehr zusammen habe. Aber wir stellen im Moment keine weiteren Ausbilder ein. Das ist doch nicht so erst mehr. Ich arbeite für die Königin. Ich bin wegen einer Inspektion hier. Ach wirklich? Dann fühlt euch herzlichst willkommen. Entschuldigt die barsche Begrüßung. Wir hatten hier ein paar anstrengende Tage. Wir sind Berichte über Misshandlungen am Kolex zu Ohren gekommen. Unfug. Sind wir streng? Ja. Nehmen wir unsere Schüler hart ran? Ja. Kampf, Strategie, Benimmregeln. Oh ja, sie nehmen ihre Schüler hart ran. Wer beitreten will, muss eine Menge lernen. Wie rechtfertigt ihr Misshandlungen? Das hier ist kein Kaffeehaus in Himmelswacht. Nö? Es ist Krieg. Der Pakt, das Bündnis.
Sie sehen Auridon als süße, reife Frucht, die sie nur noch zu pflücken haben. Wir müssen unsere Schüler auf die Prüfung vorbereiten. Warum ist auf meiner Karte noch so viel schwarz? Ich renne hier seit 3 Tagen rum. Ich war selbst Luna aus. Oh Leute, ey. Nur wegen dem Haar dran nehmen, ey. Ernsthaft? Ich würde mich lieber selbst davon überzeugen. Schön. Wir haben hier nichts zu verbergen. Besucht die Klassenräume und tragt Übungskämpfe mit unseren Ausbildern aus. Ihr werdet sehen, dass unsere Lektionen hart, aber gerecht sind. Das werde ich tun. Also Luna, wenn wir uns hier selbst, wenn wir uns das hier selbst machen, bekommen wir aber Ärger. Naja, wieso Hybrid? Es sieht ja keiner, wenn ihr es euch selbst machen würdet. Ich kann euch nicht hören. Es sei denn, ihr teilt es mit dem Chat, aber das wäre dann etwas, ne? Etwas seltsam. Und wir akzeptieren, dass die Altmer uns überlegen sind. Ja, komm, das war deine Vorlage. Das war deine. Das ist so beschämend. Ich mache mir gerade selbst Tee. Siehst du? Luna macht sich gerade selbst Tee. Was machst du, Hybrid? Worum ging es hier gerade? Psst, sprich etwas leiser. Es ist Teil unserer Indoktrinierung. Jeden Tag müssen wir den grünen Pakt abschwören und uns ganz dem Dominion verschreiben. Nein, wirklich. Kalt aus oder Eistee. Klingt lecker. Selbst atmen noch nicht. Nee, dafür gibt's Maschinen. Indoktrinierung? Die Ausbilder sagen immer wieder, es gibt nichts als das Dominion. Wir sollen unser Danke, altes Leben Frisches. Aufgeben und in Fallmoor 1 werden. Das hat er eben gehört, glaube ich. Ihr bringt mich nur in Schwierigkeiten. Nun gut. Wiederholt den Eid noch einmal, Klasse. Es gibt nichts, wir schwören dem Dominion Treue. Wir entsagen muss ich hin. No. Frisches. Das ist schon hier so niedlich. Zieht euren Schwanz ein, Soldat. Diese hier hat getan, was ihr befohlen habt. Lektionieren? Bitte. Scheiß Gehirnwäsche. Gut, dass ich immun dagegen bin. Ohnehin keine Wäsche. Verschieben wir das hier auf später. Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Ist da etwa Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Entschuldigung. Die Lara kann nicht zur Höhle gehen. Nicht schon wieder. Höhle? Welche Höhle? Die Salzgisthöhle. Sie liegt gleich nördlich vom Campus in Richtung des Strands. Sie werfen uns dort hinein, angeblich als erzieherische Maßnahme. Wieso? Grausamkeit um der Grausamkeit willen, glaubt diese. Wir bekommen nicht genug zu essen. Was ist denn gerade davon? Nein, den gibt's tatsächlich, Luna. Den gibt's tatsächlich. Und er geht doch tatsächlich genauso. Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Ist das bei Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Wird immer in Verbindung mit Katzenvideos gebracht. Den habe ich immer geschickt. Ich kannte ihn aber schon vorher, Ryan. Ich habe den schon vorher gekannt. Nur, ich glaube, entweder im Englischen? Doch, ich glaube, es war Englisch. Der ist toll. Ich kreue aber meinen Kater immer. Ja, ich auch. Das war ja das Ding, wo ich gesagt habe, oh nein, ich habe schon wieder einen Ohrwurm. Ich bin nur nicht mehr darauf eingegangen. Vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt. Das Schlimmste ist, ohne Witz, ich habe jetzt schon wieder einen Ohrwurm. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, ne? Das wisst ihr hoffentlich. Ich kann nicht glauben, dass ich mich mit Abschaum wie euch herumschlagen muss. Was ist das? Was ist das? Sie sind Öhrchen. Ist der bei Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Ist denn eine Ohrwurm haben? Nein. Katze drohen.
Ich habe schon mehr als genug Ohrwürmer. Das reicht mir so ohnehin schon. Muss diese ja, Luna? Oh, nein, nicht Leila. Nein. Nicht mehr Dancing Crown leicht die. Ich habe gegoogelt. Ja. Tanin hat mir befohlen, mich mit euch zu duellieren. Wie ihr wünscht. Zieht. Wie das Ergebnis denn? Ja, mach mal. Mach mal, ich bin gespannt. Macht euch bereit. Seht zu und lernt, Made. Hast recht. Ich ergebe mich. Oh, will ich's wissen. Okay. Interessant, Luna. Wirklich interessant. Gut gekämpft. Ja, ne? Die Form dieser Made ist furchtbar. Stimmt ihr mir nicht zu? Tanin hat mir aufgetragen, einen Übungskampf mit euch zu machen. Wohlan denn? Macht euch bereit. Seht zu und lernt, Made. Das reicht. Ich ergebe mich. No. Oh, noch mehr Leute, die trainieren. Da hinten ist noch. Ich bin noch zwei. Ich wusste nicht, dass Tanja noch. Ja. Wohlan denn? Macht euch bereit. Wenn ich da hinten noch Songs schreibe, kommt Xavier halt. Der Saufi-Saufi-Song und Top 10 schlechtesten YouTuber-Songs. Sicher, dass ihr diesen Song nicht erfunden habt. Ich weiß, dass es den Sound bei TikTok gibt. Ich ergebe mich. Mit dem gleichen Video. Wo dann eine Katze, oder zum Beispiel eine Katze gezeigt wird und dann, was ist das schon, dieses süße Äffchen? Ist der etwa Hirn? Nein, kein Hirn, nur Fluff. Ich lieb's einfach, weil es so süß ist, was mit Katzen zu tun hat. Also es geht ja mit Hunden, aber dann meinst du Katzen. Weil... Seht zu und lernt. Ja, du weißt, haben Katzen weniger Hirn als Hunde. Zumindest wenn man denkt, wie sie von A nach B nach C sprinten, nachdem sie auf dem Pott waren. Ich ergebe mich. Und erstmal ihre 5 Minuten haben nach dem Kacken. Das hat nicht viel mit Hirn zu tun. Oder wenn sie schlafen und vom Bett fallen. Hat auch nicht viel mit Hirn zu tun. Fun Fact: YouTube Shorts ist erfolgreicher als TikTok. Ernsthaft? Also gut, mich interessiert also, beides sicher, aber... Habt ihr euch unsere kleine Schule angesehen? Ja, habe ich. Was denkt ihr? Es ist eine sehr schöne Schule, ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Ihr habt ein gutes Auge für Qualität. Mhm. Besonders für Ungeschliffene. Bei all dem Vieh, das hier als Schüler vertreten ist. Oh. Gibt es sonst noch etwas, das ich mir ansehen sollte? Da fällt mir nichts ein. Nur die Gut. Schlafseele der Schüler. Und es wäre mir lieber, wenn ihr die Auszubildenden in Ruhe lernen lasst. Vielen Dank für euer Interesse am Kolleg. Ich muss euch jetzt leider allein lassen. TikTok hat nach einem Jahr eine Milliarde Nutzer. YouTube Shorts 1,5. Ja, gut.